Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich und ich liebe Make-up. Und deswegen habe ich heute die Unearthly Cosmetics Halloween Mystery Box. Und zwar habe ich die endlich bekommen, günstiger beim Monolith Shop. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und viel Spaß beim Zuschauen. Vorab, ich sage herzlich willkommen zu all den Neuen. Es sind wieder ein paar Neue dazugekommen. Und schön auch für all andere, die was mich noch immer verfolgen. Ich freue mich sehr auf euch. Ich würde sagen, wir starten es gleich einmal los. Diese Mystery Box ist von... Das sieht man alles auf dieser Box. Ich habe die jetzt nur kurz angegriffen und man sieht leider alles. Ihr seht schon hier am Rand. Das kann ich dann schon wieder putzen. Weil ich liebe diese Überverpackungen und ich stelle mir die als Deko auch zu Hause auf. Und leider spiegelt es heute ein bisschen, weil es ist heute ursonnig und wie ein Herbstwetter eigentlich. Ich weiß zwar nicht, wie kalt es draußen ist, aber die Sonne scheint hier krass rein. Ich hoffe, ihr seht es auch genug. Die hätte über 140 oder so gekostet. Und bei Black Friday hatte Monolith Shop auch einen Black Friday Sale. Und dann war die Beinhardt-Nummer auf 93 oder so, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und jetzt habe ich nochmal geschaut, waren die schon wieder teurer, über 100 auf alle Fälle. Deswegen freue ich mich riesig, dass ich die Collection ergattert habe, weil vor allem die Palette gefällt mir sehr, sehr gut. So schaut das innen aus. Also da steht nochmal Unearthly drauf und ist sehr süß gemacht auf alle Fälle. Es war auch wahnsinnig gut verpackt vom Monolith Shop. Den kann ich euch dann wieder unten verlinken, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Da zahlt ihr keinen Zoll und ab 100 Euro auch keinen Versand. So sieht die Collection aus. Also mega große Kollektion auf alle Fälle. Ich habe da vorab schon mal Swatches gemacht und habe schon mal geöffnet. Werde ich dann nebenbei auch vielleicht ein paar Swatches einblenden, weil ich werde nicht alles komplett durchtesten können. Und den Rest und auch so blende ich euch einfach mit Fotos und Kurzvideos einfach ein. Also ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich zeige euch das alles so nebenbei quasi. Ne? Zuerst prime ich aber noch schnell meine Augen und correcte mir alles aus und dann können wir schon mal anfangen. So, das habe ich jetzt schon gemacht und jetzt zeige ich euch mal diese wunderschöne Palette. Die ist auch krass, wie sehr die spiegelt, ja, in echt auch. Dieser Druck ist dann noch so ein bisschen erhaben und die hat mir von Anfang an mega gut gefallen und da mir jetzt auch viel so auch lila Töne gefallen, ist das eigentlich voll meins und grün ist auch voll meins und das ist eher grungy. Beim Swatchen war der Ton, die zwei Töne, also der da oben und der da unten relativ gleich, aber man sieht auch hier in der Palette, dass das mehr grün ist, also das shiftet auch ein bisschen zu grün. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf die Base drunter einfach ankommt, was wie der quasi shiftet halt, ne? Ob der jetzt ins Grüne geht und der andere schaut eher ins Goldige aus. Also einer ist so goldig, einer ist silbrig und einer ist nach grün. Und schon alleine für diese speziellen Töne lohnt sich die Palette voll, finde ich zumindest. Okay, ich glaube, jetzt ist es besser. Ich kann meine Kamera mal ein bisschen schmutzig. Jetzt habe ich gerade gedacht, das gibt es ja nicht. Das ist so schlecht, das Bild. So, jetzt können wir starten. Ich bin noch am Überlegen. Ich weiß es gar nicht so richtig, weil die Töne sind schon massiv dunkel. Ne? Also ich mache ja auch, ich versuche euch so viele Töne wie möglich zu zeigen. Deswegen würde ich sagen, ich fange vorne mal mit Snap an und fangen wir mal mit Grün einfach an, würde ich sagen. So, ich nehme mir jetzt den neuen P. Louise Pinsel, der was im Adventskalender drinnen war. Und wir starten jetzt einmal mit Snap. Diesen Ton. Diesen Ton nehme ich mir jetzt auf diesen Blendepinsel. Und stempel mir den einmal hin.
vom Monolith, vom Monolith und Unearthly sind immer sehr gut pigmentiert, also jetzt blende ich mir das aus. Manchmal sind sie sogar zu krass pigmentiert, also ich habe da immer ein bisschen Respekt vor die Farben. Und das ist meine erste so richtig krass dunkle Palette auch. Aber auf dunkle Shades poppen halt die Duochromes noch besser. Und das ist schon mal eine schöne Farbe. Also das ist so ein richtig schönes Grasgrün. Schon ganz gut aus und jetzt möchte ich gleich mal in den grünen, in den Prey, in diesen dunkleren grünen will ich dann noch, dann gebe ich mir mal in die Lidfalte ran. Das noch ein bisschen zu verdunkeln. Kleineren Blenderpinsel noch und ich brauche kleine, weil meine Augen also relativ klein sind. Zum Schminken, da habe ich nicht so viel Platz. Und jetzt möchte ich. Gute Frage. Jetzt möchte ich. Ist so schwer. Gehe ich. Mache ich komplett grün? Nee, ich mache nicht komplett grün. Ich mache auf alle Fälle rot oder braun. Ich glaube, dieser Ton schaut richtig gut aus, dieser Braun. Der heißt Carnivore. Und damit verdunkle ich mir hier jetzt meinen Außenwinkel. Auch ein guter Tipp, wenn ihr Schlupflider oder so habt, lasst die Augen offen, zieht die nicht, macht es nicht zu. Und jetzt verblende ich mir das einfach noch ein bisschen nach außen. Dass es dann nicht fleckig wird, ne? Weil so Brauntöne, braunrötliche Töne sind etwas schwierig. Und da gehe ich dann, ich glaube, mit diesem bärigen Ton, mit dem Devour, gehe ich da drunter. Mit einer schönen Umrandung am Auge. Und der ist wirklich sehr, sehr akkurat. Der ist richtig gut. Richtig festgepresst. Auch um hier so eine scharfe Kante noch zu kriegen und bin richtig bis nach außen gegangen. Ja. Kann man machen, wenn man möchte. Muss man aber nicht so krass machen wie ich. Aber ich bin gerne krass. Ja. Da das jetzt ein Testvideo ist, gebe ich mir jetzt keinen Liquid Shadow oder irgendwas aufs Lid, sondern möchte testen, wie die jetzt einfach ohne, weil normalerweise mache ich das schon, dass nichts runterbröselt, dass die Farben noch intensiver sind, aber wir machen das jetzt einfach so. Und ich würde sagen, ich gebe mir mal außen, gebe ich mir den Demolish, das ist dieser, der geht eher ein bisschen ins Lilane. Aber so ein richtiges dunkles Lila ist das. Ja, der schaut schön aus. Der schaut wirklich, wirklich schön aus. Der hat auch so feine Sparkles drinnen.
Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann noch fürs innere Drittel nehme ich Trap. Das ist dieser, eben dieser Ton, der was ins Grünliche shiftet. Und wenn man aufnimmt, ist der so, so rosa, goldgrün. Also das ist der ärgste Duochrom. Wow, also der ist richtig krass. Das hat man beim Swatchen überhaupt nicht gesehen. Wow, schaut euch das an. Ich bin weggeflasht. Und das ist das, was ich liebe, wenn ich Make-up teste. Und was mich einfach so happy macht, wenn ich was teste. Und es überrascht mich einfach. Es ist einfach so mega. Und das gibt es in der Drogerie nicht. Und auch nicht bei High-End meistens auch nicht. Ja. Jetzt. Ja, das schaut schon richtig schön aus. Wir könnten aber noch einen Ton von diesen Toppertönen. Ich würde den noch in die Mitte setzen. Das ist Snack. Nur so als Highlight-Ton. Aber wie gesagt, der ist ziemlich ähnlich. Dann setze ich mir jetzt einfach noch in die Mitte so drauf. Der ist wirklich ähnlich. Also sieht man jetzt nicht mehr viel Abstufung, aber ist nicht schlimm. Jetzt noch die Farbe Bite. Das ist diese hier. Der schaut eher silbrig aus, aber wie gesagt, es kann mich auch täuschen. Ich kann ihn jetzt auftragen und der schaut ganz anders aus. Ja, der poppt richtig schön mit dem Grün. Wow, das ist ein richtig cooler Inner Corner Shade. Also ich glaube, der hat was Grünes drin, weil der ist schon krass grün, ne? Auch wenn drunter die Base grün ist, aber der kommt mal schon. Und dann ziehe ich das meistens noch so ein bisschen über diesen matten Ton hier drüber, dass es noch ein bisschen mehr funkelt und sparkelt. Aber mir gefällt das richtig gut. Und diese Duochromes sind halt auch das Einzigartige an Unearthly Cosmetics, weil da passt die Qualität immer. Ich habe so viele Unearthly Paletten schon und von einer Brand, und das soll ja mal was heißen, wenn ich von einer Firma so viele Paletten habe und noch nicht aussortiert habe. Also wie gesagt, mir gefällt das richtig, richtig gut mit dem Shade. Das kann man dann bis zur Intention aufbauen, die man gerne hätte. Ja, ich habe jetzt hier schon ein bisschen übertrieben auf der Seite, ne? Muss ich da auch noch ein bisschen mehr übertreiben? Krass, man das aufbauen kann, also das ist schon heftig, ne? Ja, also ich finde die Palette mega, also richtig, richtig gut. Die bröselt auch nicht, also hat nicht zu viel Kickback oder so. Genau. Sachen, weil das hat ja mit Unearthly nicht wirklich was zu tun. Ich zeige euch dann, was ich benutzt habe, und dann sehen wir sich wieder zum Blush und Highlighter. Den zeige ich euch dann gleich. So, jetzt sage ich euch, was ich alles benutzt habe. Und zwar angefangen habe ich einmal. Die Wimpern, du. Na, die habt ihr auch nicht gesehen. Egal, ich nehme hier nach der Reihe einfach weg. Also die Adeko-Wimperntusche, so wie immer, mit der bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich Primer genommen. Den von Avant, das ist ein Feuchtigkeitsprimer. Und den von Tarte für die Poren. Oder gegen die Poren, besser gesagt. Dann habe ich für die Augenbrauen den NYX-Stift genommen und mein Gel. Dann habe ich auf der Wasserlinie wieder den Duochrome Liner. Und auch unten habe ich den von Adapt dazu. Und auch den Wing habe ich mit dem gemacht. Ich zeige euch das später noch genauer. Dann habe ich die Foundation. Da habe ich die NARS, die Light Reflection Foundation in der Farbe Valencia
M5 genommen. Die ist schon sehr grenzwertig, die ist eher für den Sommer besser, aber man kann sie relativ gut ausblenden. Dann habe ich das alles noch abgepudert mit der Kiko Powder Foundation und den Skin Loving Concealer. Das ist mein Liebling, mein Favorit. Dann ein Puder für unter die Augen, um den Concealer zu setten. Dann habe ich den Too Faced Chocolate Bronzer für die Kontur benutzt und den Sigma Matt Bronzer in Medium. Ich denke aber, da wird trotzdem bei mir bleiben. Der ist zwar sehr hell, für den Winter ist er eigentlich optimal und ich habe nicht viele matte Bronzer, weil ich eigentlich Schimmer bevorzuge, aber wenn ich ein Testvideo mache, ist mir ein matter lieber, dass da nichts verfälscht wird. Genau, jetzt sind wir auch soweit und jetzt können wir den Blush und den Highlighter auftragen, der ist hier drinnen und zwar ist es ein krasser, krasser Blush. Beziehungsweise ist es eigentlich nicht nur, oh ja, Blush und Highlighter. Ja, passt schon, habe ich eh richtig gesagt. So, dafür nehmen wir jetzt einfach einen neuen Pinsel aus meiner schönen P. Louise Box. Das heißt, wir brauchen für Blush, ich möchte aber nicht einen zu fest gebundenen Pinsel nehmen, weil ich befürchte, dass das sonst ausarten könnte. Ich nehme mal hier einen, der ist so ein bisschen abgeschrägt. Ja. Man kann ja alles für alles nehmen, deswegen ist eh egal. Ich gehe jetzt einmal rein. Ich glaube, es ist gar nicht so heftig. Es ist auf alle Fälle ein Schimmerblush. Okay. Nee, sehe nicht so. Ich dachte, ich gehe da einmal rein und ich kann nicht. Ich bin geblasht des Todes, ne? Ja, das ist eh vollkommen in Ordnung. Schaut mal, ein bisschen was ist drauf. Und da kann man ruhig ein bisschen reingehen, also. Aber ich glaube eher, das ist ein Blush-Topper. Also, der hat nicht so viel, schon Pigment, aber nicht so krass viel Pigment. Und deswegen könnte man da auf alle Fälle noch einen Blush drunter setzen. Ihr seht schon, das ist ein ganz ein feiner Schimmer. Aber ihr könnt es auch so verwenden, wie ihr das wollt. Und ich gebe ein bisschen mehr drauf, weil mein Puder nimmt eh immer noch ein bisschen was ab. Muss nur schauen, ob das jetzt eh gleichmäßig ist. Sonst schaut es ein bisschen blöd aus, ne? Aber das ist schon schön, ne? Weil ich schaue mir ja meistens von der Heather Austin die Videos an und bei ihr hat das so krass ausgeschaut, obwohl sie dunkel ist, ne? Deswegen dachte ich mir, ich weiß nicht, ob das für mich überhaupt geeignet ist oder für ganz helle, aber der ist wirklich zum Aufbauen. Ihr könnt so oder ihr nehmt einfach so einen dunklen, auberginefarbenen Blush einfach drunter, so einen bärigen einfach. Und ja, in dem Fall habe ich jetzt einen Schimmerblush auf meinen Wangen. Und wir toppen das alles dann noch. Ich schaue gerade, ist da ein Highlighter-Pinsel oder ein Highlighter drin? Nee, die sind alle irgendwie zu groß oder für andere Sachen. Deswegen nehme ich gleich den und gehe in den goldenen Dingens rein, in den Highlighter. Und wenn ihr diese zwei Töne miteinander vermischt, ist das wirklich schön. Aber ihr habt doch ein bisschen gröbere Glitzerpartikel drauf. Das muss euch bewusst sein. Genau. Aber schaut wirklich schön aus, ne? Vor allem jetzt, im Dezember, ein goldener Blush ist doch mega, mega schön, ne? So, jetzt schaue ich noch. Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr auftragen, wie gesagt, weil ich das alles dann noch mit dem Puder sette. Und mein Puder nimmt da immer relativ viel weg. Dann macht's. Oh, ich habe auf der Nase noch den Primerrücken. Macht's dann überall noch Highlighter hin, wo ihr wollt. Da gibt es hier keine Grenzen. Ja, das ist schon sehr glitzernd auf alle Fälle. Aber es macht nichts. Ich gehe heute vom Weihnachtsmarkt. Das heißt, ich darf glitzern. So, ich pudere mir das alles jetzt noch schnell ab und dann kommen wir zur Lippenkombi. So, ich habe abgepudert und jetzt ist das alles noch ein bisschen schöner verbunden einfach. Und ich zeige euch mal, wir haben jetzt drei Liquid Lipsticks. Und jetzt schauen wir mal, für was ich mich entscheide.
Ich bin ja nicht so das Liquid Lipstick Girl, aber das ist ein Satin Liquid Lipstick und es gibt diese drei Farben. Ich möchte auch nicht alle aufmachen, weil falls mir die Formulierung nicht gefällt, dass ich die noch weiter wandern lassen kann. Ups, ich habe so eine gute Reflexe. Wir schauen sich auch jetzt gleich einmal die Lippen, die Lipglosse an, weil das kommt ja dann drüber, dass ich das schauen kann, was hier besser ist, was wir hier nehmen. Also wir haben bärig und grün quasi auf die Augen. Ah, okay. Und wir haben hier so ein rötliches und hier, oh mein Gott, das ist so ein krass Duochrome Grün. Ich kann nicht anders als das hier zu nehmen. Sammel fix, ne? Und was passt da am besten dazu? Das Grüne, würde ich sagen, ne? Ist zwar heftig, ein grüner Liquid Lip. Also ich würde sagen, ich trage diese zwei Töne jetzt auf. Also der Satin Liquid Lipstick in der Farbe Yummy. Mal gleich sehen, ob das... Und das Applikatorfüßchen ist auch so ein bisschen gebogen. Ich weiß schon jetzt, dass mich mein Kind anschauen wird, wie wenn ich irgendwie aus dem Grab gestiegen wäre. Mama, was hast du da auf den Lippen? Also, ich habe grüne Lippen, ne? Ja, der schaut heftigst aus, aber für Halloween finde ich passt das. Vollkommen, geht das vollkommen klar. Und eigentlich für Weihnachten grüne Lippen ist doch super, oder? Aber bei mir muss immer was drüber. Moment. Aber ich glaube, das hat gar kein krasses, so krasses austrocknendes Finish. Was ich bevorzuge natürlich, so ultra matte Lippen mag ich gar nicht, kann ich gar nicht leiden. Der trocknet natürlich schon matter runter, aber man merkt vom Gefühl her einfach, dass es so eben dieses Satin-Finish ist. Aber bei so einer Farbe, da darfst du ja keinen Fehler machen. Das schaut dann echt heftig aus. Okay, und echt heftig schaut auch dieser Lipgloss aus. Ich bin schon so gespannt. Oh mein Gott. Auch wieder mit so einem schönen Füßchen. Sehr, sehr schön. Richtig funkelnde grüne Lippen habe ich jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der als Topper oder alleine einfach mega ausschauen wird. Und schaut euch einmal die Lippen an, die schauen richtig, richtig juicy aus. Ich finde es mega. Ist nicht für jedermann, ich weiß, aber irgendwie finde ich es voll geil. Dann habe ich hier noch ein Lippenöl, das schauen wir sich jetzt auch noch schnell an und dann sind wir ready. Dann mache ich alles auf. Ah, okay, das kann ich jetzt nicht drüber geben, das ist ein rosa Lippenöl. Krass, schaut irgendwie aus wie ein Gloss, ne? Oder ich habe die Packungen vertauscht, aber ich, Moment, vielleicht ist das auch das Lippenöl, Moment. Ja, sorry, das war das Lippenöl, das was so rötlich scheint, da habe ich irgendwie was mit der Verpackung vertauscht beim Zusammenpacken. Ja, ist quasi ein eingefärbtes Lippenöl, ist auch total schön, ne? Also, genau. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fertig, also ich mache jetzt einmal meine Haare auf. Ich habe mich so gefreut, dass es heute angekommen ist. Und letztes Mal habe ich auch so viel Zuspruch bekommen wegen meiner Frisur. Deswegen glaube ich, mache ich das jetzt wieder öfters, dass ich mir so Zöpfchen mache. Und da gebe ich mir dann immer noch an Strukturspray ran. Und dann schaut. Und man braucht nicht viel, ne? Also ich hasse es, meine Haare so viel machen zu müssen.
Und wenn man sich hier Löckchen macht und dann nur ein Spray reingeben muss, dann ist es ja eigentlich perfekt, ne? Ich mache das jetzt schnell und zeige dann gleich einmal den fertigen Look. So, und das ist fertig. Und das hat jetzt nicht einmal 3 Minuten gedauert. Und ich finde es mega. Ich finde es voll süß. Ich habe jetzt ein Struktur- und Volumenspray noch reingetan. Und wir haben mir noch so ein Haarparfüm auch reingetan. Wenn ich schon dabei bin, habe ich mir gedacht. Genau, ich komme jetzt ein bisschen näher ran, dass ihr das auch seht. Und natürlich auch ohne Brille, dass ihr dieses schöne Ergebnis einfach sehen könnt. Und ja, ich finde es mega. Ich finde es so, so schön. Diese Duochromes strahlen um die Wette mit der Sonne. Und das passt auch heute, weil die Sonne scheint. Und ich finde es mega schön. Ja, hier auf den Wangen seht ihr dann noch das Ergebnis vom Highlighter und vom Blush. Und ich muss sagen, ich finde, das ist ein sehr schönes, harmonisches Ergebnis. Und auch die Lippen sind krass, aber irgendwie gefallen sie mir. Und ja, ich kann nichts bemängeln. Hat alles perfekt funktioniert. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!